Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Indie hier und herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf diesem Kanal. Ja, Freunde, heute geht es für mich nach langer Zeit endlich mal wieder auf ein Länderspiel und zwar das Testspiel Deutschland gegen Frankreich in Dortmund. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird, weil die Deutschen haben ja vor ein paar Tagen 4-1 zu Hause gegen Japan verloren. Und heute, Frankreich ist schon so mit der Endstufengegner, sage ich mal. Natürlich werden nicht alle spielen, weil Frankreich die ganze Stammelf, denke ich mal nicht. Aber auch ein Pogba habe ich gesehen, irgendwie Dopingkontrolle ist da durchgefallen, keine Ahnung. Ich bin einfach mal gespannt, wie das Spiel heute ausgehen wird. Ich glaube, Rudi Völler übernimmt heute das Coaching, kann das sein? Habe ich irgendwie gehört. Lassen wir uns überraschen, Leute. Auf jeden Fall geht es für mich jetzt nach Dortmund. Ich nehme ein paar Freunde mit denen ich am Start bin vor Ort. Die werde ich euch gleich auch zeigen. Und ja, wird auf jeden Fall nice werden. Ich habe Bock auf den Tag. Lasst mir immer einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und danke für euer Feedback bei den letzten Videos, die gekommen sind. Wirklich weiß ich sehr zu schätzen. Bald geht es auch wieder richtig los, wenn das neue EAFC rauskommt. Deswegen bleibt am Start, aktiviert die Glocke und ich mache mich jetzt auf die Socke. Kleiner Freestyle. Meine süße Kylie habe ich euch auch lange nicht mehr gezeigt, mein Hund. Oh, sorry, Kylie. Ich bin voll ins Auge gestochen. Kylie, hey, warum springst du mich denn so an? Alles gut? Direkt verletzt hier. Kylie, gib Pfote. Fein. Heute schön klassisch in Gelb. Dortmund-Hose am Start. Ganz leger. So, und wir fahren jetzt erstmal. Ne, Kylie? Kylie. Ist das süß, oder? Wetter ist gerade noch in Ordnung, Leute, aber es soll heute richtig stürmen und gewittern, ne? Also voll Regen sein beim Spiel. Vielleicht erleben wir ein klassisches Rainy Game. Mal schauen, ne? Wie geht's der kleinen Dame da hinten? Kylie? Ja, die ist wieder beschäftigt. Ja, ich hoffe, das Wetter bleibt so. Es wird die Tage auf jeden Fall endlich mal wieder ein bisschen kühler. Ich finde dieses 30 Grad hier, wie gesagt, letztes Mal auch schon, das ist Katastrophe. Es ist so warm. Ich habe so immer gerne 23 bis 25 Grad. Super. Und abends auch top. So, ich habe jetzt noch für meine Mutter schöne Blumen geholt. Die hat heute Geburtstag. Die bringe ich jetzt vorbei. Schön an der Tanke. Ich bin so im Stress. Aber wir haben es geschafft, Leute. Blumen für Mama. Wichtig. So, jetzt geht's auf zum Spiel. Wir sind hier mit Albanien Express am Start. Was geht ab, Jungs? Jo. Hey. Was tippt ihr heute? 6-0 Frankreich heute. Was? 6-0 heute. Boah, er wird gehatet in den Kommentaren. Egal. Was sagst du? Ich? Ja? 2-1 von Deutschland. Und du? 2-0 für Albanien. Du? 3-1 Deutschland. Ah, jetzt kommt mein Tipp, Leute. Ich sage, es wird 2-1 Frankreich. Also so wie Deutschland gegen Japan gespielt hat, wenn die da an die Leistung anknüpfen, wird es ekelhaft. Man weiß noch nicht, wer spielt, ob Mbappé und so spielen, deswegen lassen wir uns überraschen. Wie immer Stau, Leute, Katastrophe, schwierig. So, wir sind jetzt angekommen, Leute. Ey, es ist so ein Stau, ne? Ich musste gerade noch einen Chip abholen. Wir parken jetzt hier in der Garage beim BVB. Dann gehen wir rüber ins Stadion. Wir sind jetzt angekommen, Leute. Genau jetzt fängt es an zu regnen, ne? Letzte Woche nur Sonne, jetzt Regen. Egal, jetzt müssen wir da durch. Jetzt hier bei der Brücke, man hat so lange Parkplatz gesucht, wie immer. Aber zum Glück können wir in der Garage parken und konnten hier rechts komplett durchfahren, am Glück gehabt. Trommler, der beste Mann, Alter. Stabil! So, wir sind jetzt am Stadion. Ich bin, glaube ich, das erste Mal jetzt hier im Dortmund-Stadion, ohne dass Dortmund spielt. Einfach Länderspiel jetzt hier. Dann haben die auch die Dinger eingedingst. Was geht ab? Wir haben jetzt sogar die Plakate anders beschriftet. Das heißt beschriftet, andere Animationen draufgepackt. Und jetzt ist wieder schön abends. Ich liebe Abendspiele, Leute. Es gibt immer diese Champions League-Feeling und die Flutlicht-Vibes. Das ist schon geil, Alter. Das ist schon einen coolen Vibe hier abends, ne? So Champions League. Die ganzen Frankreich-Fans auch da. Manche sogar extra aus Frankreich gekommen. Wir haben Kennzeichen gesehen, extra aus Frankreich für ein Testspiel. Ist schon krass. Aber es ist ein gutes Spiel. Vor allem, wenn Mbappé spielt, ist es sehr geil. So, mal gucken, ob die Tickets von dem vernünftig sind und funktionieren. Bitte, jawohl. Wir wurden nicht abgezogen. Wir sind drin, Leute. Jetzt ist alles gut. Oh, yes. Here we go, Leute. Aber es ist so viel los, habe ich das Gefühl. Stadion ausverkauft? Ich glaube nicht, oder? Was läuft denn für Musik, Alter? Sind wir auf Hip-Hop-Festival. Geil. Wir gehen jetzt rein ins Stadion, Leute, mit dem Beat. Badiadia. Badiadia. Geil. Ja, Mann, das Feeling. Komm, Party, Party, Party. Hey, 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 let's go, Leute! Stop! Here we go! So, wir sind da, Freunde! Da ist die deutsche Nationalmannschaft. Macht sich gerade warm. Da hinten Frankreich. Geil! Richtig geil mit der Musik so laut hier. Als wenn wir so auf einem Indoor-Festival. So, wir sitzen jetzt auf unseren Plätzen. Zwei hier, drei hinter uns. Genau so. Und das sind die Plätze. Super, ehrlich. Wir haben geile Aussicht.
Oh, jetzt voll die Party. Ich muss gar keine Musik unterlegen. Copyright. Der macht einfach Musik hier, einfach DJ im Stadion. Das ist richtig geil. Boah, das muss öfter gemacht werden, Leute. Musik vorm Spiel wichtig, schön laut, Bestimmung. Beste. Da ist Mbappé, Leute, aber der spielt nicht. Einfach Knie angeschlagen, der Hund. Unnötig. Ich hab gedacht, das spielt heute, vielleicht kommt er rein, zweite Halbzeit. DJ 10 von 10, einfach Afro-Trap Nummer 5, Gacha Besi. Geil. Extra für die Franzosen angemacht, geiler Song. La 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 la. Ich mach hier voll die Party, Leute. Komplette Party ist hier angesagt. Party, Party, Party. Ja, was haben die einfach für ein Kader, Frankreich? Einfach nur Weltstars. Alter, meine Kamera war nicht so, warte mal. Kilian Mbappé. Einfach jetzt noch meine Gyms, Leute. Moses, Bonima, Brandt am Start, Harvard, alle am Start, Leute. Da hinten ist der Frankreich-Fanblock, Leute. Guck mal, Leute, die ausgepfiffen werden. Tchouaméni am Spielen. Oh, Colomboani. Alter, die haben Pfeifen sind alle. Rabiot. Oh, Roman ist stark. Mbappé. Ja, Mbappé, da ist er. Komm bitte rein. Dembélé auch noch auf der Bank. Jetzt kommt die deutsche Aufstellung. Die Aufstellung unserer Mannschaft. Einfach Blockbuster. Aha, geil gemacht. Eröffnungszeremonie. Einfach beim Freundschaftsspiel, hä? Als wäre das jetzt so EM-Spiel. Aber voll cool für die Kinder bestimmt. Ich wollte auch immer als Kind mal so auf den Platz rennen. Aber ich habe die Champions League-Fahne geschwungen. Das war auch geisteskrank. So. Oh, geil. Let's go, da ist der Ball. Ganz anderer Vibe, so ein Länderspiel, auch wenn es so ein Freundschaftsspiel ist. Man hat richtig Sport, man denkt so an die EM gerade. Cool. Choreo auch am Start. Geil. Boah. Ich hab schon Gänsehaut hier. Kamavinga, Basinga. Dabei, so bei jeder Aktion, wo der Ball erobert wird, die freuen sich, die schreien, die motivieren. Das ist schon stabil. Also Stimmung ist schon sehr gut, wenn die mal einen Ball gewinnen, jetzt zum Beispiel. Ja? Ist gut. Aha. Es sah verdächtig nach Abseits aus. Stark gesehen.
ein bisschen verlangsamt das Spiel. Ja, hätte man viel mehr draus machen müssen. Oh, stark, Digga. Oh, was macht er da mit dem, ja? Bruder, der hat den komplett, ey. Das ist ein Elfer eigentlich. Bruder, was hat Kommando angestellt mit dem? Was ist das denn, Laola-Welle auf einmal? Command ist so eine Maschine, Alter, was der da anstellt. Oh, gegen Emre John, Alter, der setzt sich. Boah, Emre! Digga, was ein Duell, stark. Stark, stark, stark. Halbzeit 1-0 für Deutschland. Nach 5 Minuten. Frankreich kam immer besser ins Spiel rein, aber muss schon sagen, Deutschland hat echt stark gespielt. Also im Gegensatz zu sonst ist das eine richtige Steigerung. Stabil. Den haben wir denn da? Den guten Basti Schweinsteiger. Zweite Halbzeit hat angefangen, Leute. Let's go. Boah. Auch Brand kommt rein, Gnabry raus und Havertz kommt auch rein. Oh, Dembélé kommt rein. Jetzt sind wir gespannt, ob der was reißen wird hier. Sekunden später. Oh, Elba, ganz klar. Safe. Dembélé, wie der da durchgeht, ist verrückt. Er ist geisteskrank. Nein. Ist over. Hier ist vorbei, Leute. Deutschland. Er hat einfach nicht gespielt, Leute, Mbappé. Angeblich Knieprobleme. Vielleicht fällt er ja auch gegen BVB aus, man weiß es nicht. Ja. Mbappé! Bruder Ehrenmann, gib mir einfach seinen Schirm. Wie korrekt. Danke, Bruder. Mach's gut. Immer gerne, Bruder. Mach's gut. Danke, ciao, ciao. So, wir sind jetzt hier vor der Garage. Wir fahren jetzt gleich nach Hause, essen noch was. Ja, Spiel war in Ordnung, hat Bock gemacht zu gucken. Erste Halbzeit war auf jeden Fall viel geiler als die zweite. Zweite hat man gemerkt, haben so beide irgendwie ein bisschen viel ruhiger gespielt. Frankreich kam besser ins Spiel, muss man sagen, aber insgesamt muss ich sagen, bin ich überrascht, dass Deutschland gewonnen hat. Hätte ich nicht erwartet. Mein Tipp war, wie gesagt, 2-1 Frankreich. Dembélé hat auf jeden Fall echt rasiert. Der kam rein, hat gute Skillruns gemacht und so. Und ja, wir fahren jetzt noch was essen, aber es hat Spaß gemacht. Dieser Vibe von Länderspielen ist schon was anderes auf jeden Fall. Deswegen freue ich mich auch umso mehr auf die EM nächstes Jahr. Und ja, war nice, hat Bock gemacht. Und jetzt geht's zurück nach The Town. Hör mal, mit offener Tür fährt man nicht. Hallo, was soll das denn? Du Assi. Und so lassen wir den Abend ausklingen, Leute. Ei, 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 ei. Mein Gott. Jawoll, Hochfleisch. Hochfleisch. Laden übernommen oder was? Einfach auch. Ja. Leute, ihr wird bald was Schönes auf euch zukommen.
ich darf noch nicht sagen, ich spoilere nicht, aber seid gespannt. So Leute, ich bin jetzt zu Hause angekommen, wir haben 1.30 Uhr und ich muss sagen, insgesamt war es echt ein cooler Abend. So ein Länderspiel hat echt Bock gemacht. Geile Stimmung gewesen, auch zwischendurch. Klar, teilweise war es auch sehr ruhig, muss man sagen, keine Frage, aber man hat schon gemerkt, dass die Fans ordentlich gepusht haben, auch wo die gesehen haben, ey, Deutschland führt 1-0. So, die versuchen, die ein bisschen aus der Krise auch rauszuholen, so, weil die letzten Spiele, das ist, keine Ahnung, war ganz schwierig, ne? Und heute muss man sagen, unter Rudi Völler, stark gespielt die Mannschaft, ne? Klar, in der zweiten Halbzeit auch wieder schlechtere Phasen gehabt, so, aber insgesamt würde ich sagen, es ist eine deutliche Steigerung gewesen. Und ja, Leute, das war's vom Vlog. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ja, seid gespannt, was in Zukunft noch alles so kommen wird. Kuss geht raus, haut rein und ciao. We'll be right back.